Tag 1 nach der Ankündigung Wolfgang Schäubles, für kein Amt mehr zur Verfügung zu stehen. Die CDU ist schockiert und trotzdem erleichtert, denn nun scheint der Weg frei für den oft beschworenen Neuanfang. Die CDU-Spitze zeigte sich heute sehr zurückhaltend. Äußerungen zur Neubesetzung gab es kaum. Berlins regierender Bürgermeister Ebert Diepgen hält den Finanzexperten Merz für einen geeigneten Fraktionsvorsitzenden. Angela Merkel sehe er jedoch lieber weiter in ihrer bisherigen Funktion, wie er in der Sendung auf den Punkt Berlin bei TV Berlin erklärte. Ich glaube, dass Frau Merkel ihre Arbeit als Generalsekretärin sehr gut gemacht hat und diese auch mit Sicherheit fortsetzen soll. Am Abend wird das Präsidium der CDU über die Personalfragen diskutieren. Zumindest für den Fraktionsvorsitz wird ein Beschluss erwartet. Auch für Brandenburgs Landesvorsitzenden Jörg Schönbohm ist ein neues Führungstandem Merz-Merkel denkbar. Der wichtigste Punkt ist, dass der neue oder die neue Parteivorsitzende eine breite Zustimmung bekommt. Denn die Geschlossenheit der Partei für die Aufgaben, die vor uns liegen, ist für mich das Wichtigste überhaupt. Die Wahl des CDU-Finanzexperten Friedrich Merz zum neuen CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag gilt als sehr wahrscheinlich. Die Namen werden natürlich auch bei uns gehandelt. Friedrich Merz scheint sich das also abzuzeichnen, würde ich auch sehr begrüßen. Bei Frau Merkel muss man abwarten, wie dieses entschieden wird wie dieses diskutiert wird im CDU-Präsidium. Welche Personalentscheidungen das Präsidium am Abend treffen wird, ist noch unsicher. Fest steht jedoch, es wird eine lange Nacht für die Mitglieder werden.